Hallo ihr süßen Puppis, willkommen zur aktuellen Nuttennachlese und es geht gleich los. Diese Folge ist die sexistischste Folge von allen GNTM-Folgen, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Bevor Jeremy's Next Topmodel losgegangen ist, hat Boris Entrup natürlich wieder seine fantastischen Smoky Eyes Make-up-Tipps gegeben und diesmal hat er über nach oben gepushte Wimpern gesprochen. Ich pushe mir meine Wimpern grundsätzlich auch nach oben. Gerade der Mittelstrahl, der macht so einen richtig tollen Schwung in die Wimpern. Die zwei Model-Teams wurden wieder aufgeteilt. Und zwar sind sie mit Michael Michalski sind sie nach Mailand und mit Thomas Hayo sind sie nach Madrid. In Madrid kommen die Models an. Die haben alle gehofft, ja, vielleicht kommen wir jetzt mal irgendwie in eine tolle Model-Villa oder so. Weit gefehlt, sie kamen wieder in ein Hostel mit Doppelstockbetten. Ich liebe Heidi Klum dafür. In Mailand sind sie auch in Hostel gekommen, da hatten sie aber nicht Doppelstockbetten, da hatten sie sogar drei Stockbetten oder wie man dazu sagt. Und dann hat der Michael Michalski hat dann gesagt zu Models, da waren sie irgendwie auf so einem Platz, hey, ihr müsst jetzt zum nächsten Casting alleine finden und ich gebe euch jetzt einen Stadtplan für euch und eine Uhr, damit sie die Uhrzeit nicht vergessen. Ich glaube, die Uhr war eine ganz, ganz, ganz leichte Produktplatzierung von einem Uhrenhersteller. Und in Madrid sind sie dann alle zu so einem Casting gegangen von so einem komischen Modetypen. Das war dann so Banner. Und der hatte gerade gehabt, die eine große Augenbraue. Und dann haben sie ihr Casting gemacht. Und dann hat dann der Sprecher, der hat dann gesagt, jetzt kommt gleich noch Unterstützung. Vaginale Unterstützung von Thomas Hayo. Er kam dann, wie immer, komplett ungewaschen die Treppe runter und hat seine Nutten dann betreut. Und dann wurde eine Julia wurde dann genommen. Keine Ahnung, wer das ist. Die hat dann da gewonnen bei diesem Casting. Zurück in Mailand. In Mailand waren sie dann auch bei so einem Casting und da war so eine, die war irgendwie so, keine Ahnung, Creative Director oder irgendwie sowas, war so eine Blonde mit so einem operierten Gesicht und hatte dann aber so eine riesige Hornbrille auf. Also, und auch von einer Attitude, um mal so im Jargon zu bleiben, hatte die was von Patsy Stone. Und äußerlich aber auch ein bisschen was von Daniel Kübelböck, je nachdem. No, you are so happy, don't look happy. You have to look serious. Und dann haben sie serious geguckt und dann wollten sie nochmal sad face, wollten sie auch nochmal sehen. Das war dann so serious, sad. Dann sind wir wieder zurück in Madrid. Julia macht da ihr tolles Shooting. Alles ganz, ganz toll und sowieso und überhaupt. Und dann ist sie gleich zu einem nächsten Casting gegangen, wo der Designer und Model. Und ist Designer und Model, wie gesagt. Also das heißt, er sieht am liebsten sieht er seine Kleidung an seinem eigenen Körper. Die einzige, die pünktlich war, war Julia. Alle anderen Models sind zu spät zum Casting gekommen. Und ich sag euch Folgendes. Thomas Hayo ist total sauer gewesen. Und dann gab es gleich Tränen. Dann wurde so gesagt, ja, aber ich kann doch nichts dafür, dass ich zu spät gekommen bin, weil ich wusste noch gar nicht, wo das ist. Und dann hat er uns in der fremden Stadt alleine ausgesetzt. Und wo sollen wir denn da hin? Und das ist doch alles total unfair. So, zurück in Mailand. Die ganzen Models werden wieder beim Kochen gezeigt. Die sind dann in ihrer Küche da, in ihrem komischen Unterschichtenhostel. Und dann kochen sie. Es gab Nudeln mit Salat, also mit so einer trockenen Soße auch dazu. Und dann haben die für den Michael Michalski haben sie gekocht. Und der ist dann auch gekommen sogar, hat ihn große Überwindung gekostet, mal zu essen. Und dann war der auch total sauer, weil die Casting-Direktoren vom Casting haben ihm halt auch gesagt, dass alle seine Models, sie wirkten so total lustlos und so. Und das fanden die gar nicht gut und der Michalski findet es auch gar nicht gut. Und die am lustlosesten wirkte, war Cindy aus Dresden. Und dann gab es nochmal so einen Emotional Talk mit Cindy aus Dresden. Cindy war total traurig und die hat auch gesagt, sie hat überhaupt keinen Bock mehr hier auf die Scheiße, ja. Was soll denn das? Da kann man doch wohl mal lustlos sein, ja. Und dann kam das große, große, große Sirup-Shooting. Dafür hat Alice Schwarzer nicht die letzten 40 Jahre kämpfen müssen, dass jetzt schon in der dritten Folge wieder minderjährige Nutten mit Sirup übergossen werden in knappen Bikinis. Alle minderjährig, ja. Dieses Sirup, das war so Zuckersirup, das sah aus wie Durchfall oder wie ich auch mal gerne sage, der Vorsaft von Thomas Hayo, weil Thomas Hayo hat ja Tripper, Chlamydien und so ein Vorsaft von Thomas Hayo ist halt dunkelbraun und dickflüssig. Einer hat so ein bisschen geschlackert zwischendurch, der hat dann die Heidi ganz
ganz freudig erregt gesagt, ja, aber du leckst ja auch gerne zwischendurch mal. Da war die Heidi sehr, sehr freudig erregt, hat auch geklatscht dazu. Und dann war eine Nutte war mit dabei, die war halt so total sexy, die hat immer so einen Mund gehabt, so. Und die war voll sexy, weil die hat immer so Posen gemacht, so und so. Und da hat dann die Heidi gesagt, dass sie zu sexy ist. Und den Satz habe ich von Heidi Klum noch niemals in den letzten 10 Staffeln gehört. Sie war zu sexy und sie hat nur ein Gesicht gekonnt. Und da hat die Heidi gesagt, bitte mach weniger Gesicht. Und dann kam das große, große, große Wüstenshooting. Sind sie alle in eine Wüste gefahren, irgendwo vor Los Angeles. Und da gab es dann ein großes Shooting mit, natürlich mit Dessous. Mit Dessous von Heidi Klums Dessous-Linie. Heidi Klum Intimates heißt sie, glaube ich. Und alle Nutten waren zum Glück endlich mal wieder nackt. Heidi Klum kam dann mit so einer Sonnenbrille im Haar und die hatte halt hier so Beach Waves. Das waren Desert Waves. Und das wird, glaube ich, jetzt der neue Trend 2016. Heidi Klums Desert Waves. Und da hat Michael Michalski doch gesagt, das ist total schwierig und so jetzt der Walk, weil das ist kein echter Catwalk, sondern das ist halt Wüstenboden, der ist total uneben und so und da müsst ihr echt aufpassen, edgy sein. Edgy ist das neue Super, auch bei Heidi. Dann war da irgendwie so eine blonde Scheißkuh. Ich habe keine Ahnung, wie die heißt. Die ist halt weiter. Und dann hat diese blonde Scheißkuh, so lange blonde Haare hat die, die hat dann total geweint. Die war total gerührt, weil sie weiter ist. Und das hat die Jury auch über sie gesagt hat. Sie sei total super und edgy und so. Und konnte kotzen. Dann war so eine Nutte, die ist dann hingefallen. Gott, und meine Haare, du bist hingefallen, alles gut. Und Heidi sagte dann nur so, ach so, hast du dir sogar wehgetan? So eine ganz kleine Wunde hier, so am Knie, eine ganz kleine Wunde, aber es war total schlimm. Und dann hat sie nochmal eine Pause gemacht, dann hat sie sich nochmal sammeln müssen und dann durfte sie nochmal. Dann war eine Nutte mit dabei, die war so mega nuttig. Die hat dann gleich, die kam gleich auf so auf den Wüstenlaufsteg und hat dann war dann so und hat dann noch im O-Ton gesagt, ja, also sie weiß ja ganz genau, sie muss ja Heidi auch total antörnen. Ich habe jetzt noch zum Schluss einen Stargast bei mir in der Nuttennachlese und zwar den Frank Wilde. Hey! Frank Wilde ist ein guter Freund von mir und der ist ein wahnsinnig guter Stylist. Und Modeexperte, möchte ich sagen, oder? Ich habe tatsächlich Günter Klums Birkenstock gesehen, mit dem Strasslein und so. Aha. Und die getönte Dior-Brille. Ja. Okay. Und so. Und ich habe es hier getroffen, der super nett war. Der interessiert uns ja nicht mehr, weil der ist ja mit der Heidi nicht mehr zusammen. War eigentlich eines rausgeflogen. So eine Blonde, die aussah wie alle anderen und die hat gesagt, ist hier total scheißegal, weil dann wird sie halt jetzt Heilpraktikerin. Ja, finde ich gut. Ja. Und dann sehen wir uns nächsten Donnerstag bereits wieder. Prösterchen. Bye! Sharing is caring. Ah.